Smalltalk. Ja, Smalltalk am Arsch. Wee. Bitte? Zu der Villa von meinen Eltern zu kommen. Was, zu der Villa von deinen Eltern? Ja, hast du Lust, da vielleicht vorbeizukommen? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Wie alt bist du denn? Jetzt ist die Frage, so wie genau meinst du das? Wow! Tritt mich halt, wenn ich schon am Boden bin. Ha? Lass mal. Ja, ich hab. Wo kommst du oder was? Ja, ja. Ach du Scheiße. Ich wusste nicht, dass man so betrunken werden kann. Das ist voll lustig. Die verträgt ja gar nichts. Okay, ich würde auch kotzen. Alter Schwede, du bist so besoffen. Nein, nein. Nein, nein. Aber ich habe Kokain geschnupft, ey. Das erste Mal in meinem Leben. Entschuldigung, ich muss so lachen. Ja, Kokain? Was hast du gemacht? Was? Mimi? Oh Gott. Mein. Uff. Scheiße, was war das für Zeug, das ich da geschnupft habe? Puh, ach du Scheiße. Oh. Bitte nicht kotzen, okay? Nee, alles gut. So schlimm ist es noch nicht. Oh, aber irgendwie dreht mich alle. Hui. Mich auch, ich schwör dir. Aber ich muss kurz hinsetzen. Ja, setzen wir uns mal. Biggie! Hey! Bist du auch besoffen? Ich glaube, ich habe abends einen Fall im Kopf. Komm, setz dich zu uns, zu dem Club der coolen, besoffenen Kids. Boah, shit. Ach, Biggs. Du Scheiße, ich bin die Einzige, die nie besoffen ist. Komm. Blitzlichtgewitter. Warte, wieso stehen alle auf dich? Das ist ja Wahnsinn. Das stimmt doch gar nicht. Das ist ja krass. Biggie! Hey, geht's dir gut? Willst du noch ein Bier? Ja. Ich muss mal kurz mit Biggie reden. Sag mal, hat Randy einen Freund denn eigentlich? Nee. Hat der einen im Auge? Was? Weiß ich nicht, ob er einen im Auge hat. Keine Ahnung. Über sowas reden Männer doch nicht. Nee, also ich weiß im Moment nichts. Ich weiß nur, dass er ledig im Moment ist. Und über dass sowas... er echt ein guter Mann ist für jeden Fall. Das weiß ich ja. So viel kann ich sagen. Mimi, über sowas reden Kerle doch nicht. Hey, du kommst auf Ideen. Hey. Hätte ja sein können. Das hier. Mann, jetzt habe ich bestimmt einen Job heute und ich habe den aus Versehen weggedrückt. Ich kenne mir gerade den Arsch beißen. Ruf halt nochmal an. Ich habe die Nummer nicht gehabt. Oh, okay. Kann man irgendwie Rückruf machen oder so? Oh, ich trinke noch ein Bier, jetzt geht's mir wieder gut. Aber das fuckt mich ja richtig ab. Vielleicht ruft er ja gleich nochmal an. Oha. Und die haben jetzt gerade eine Hinrichtung, hat er irgendwie erzählt, und danach wird er sich nochmal bei mir melden. Wer hat die Hinrichtung mit? Ja, der, den wir vorhin getroffen haben. In seiner Familie ist gerade eine Hinrichtung. Okay, ganz normal bei denen. Oder? Ja. Kennt ihr die, wie heißen die? Shadowhunters. Das hab ich schon mal gehört. Klingt lustig, habe ich noch nie gehört. Sagt mir gar nichts. Sind wohl sehr klein. Das ist bestimmt eine Gruppe von zwei Personen. Oder? Ist wahrscheinlich ein Liebesroman eigentlich. Shadowhunters. Wie gehen? Geh halt hinterher. Warum wirklich? Weiß ich nicht. Nicht, dass er gleich kotzt? Ach so. Ja, da geh lieber nicht hinterher. Wie heißt du eigentlich? Ich heiße Phil. Ah, hallo Phil. Ich bin Mimi. Hey Phil. Ah, ich habe richtig toll getan. Ey. Ja, willst du wieder rein, Mimi? Ah, gerade nicht. Ich bin gerade, mir dreht's überall. Alles ist rosa. Okay, dann warten wir noch. Alles ist rosa. Ich hab so viel Kokain genommen. Oh, Mimi. Einmal ausprobieren, darf man doch wohl mal. Ah, ich find's krass. Ich hab irgendwie die zwei Cocktails da und irgendwie, dreht's mich davon schon. Ich bin halt nichts gewöhnt, weil ich sonst auch nichts trinke. Ah, ja, kann schon sein. Was Phil, du redest dran? Nicht viel, ha? Huh? Heute ist nicht so mein Tag. Oh, warum? Warum? Was ist los? Leicht pisset, aber passt schon. Willst nicht drüber reden? Nee. Okay. Dann musst du nicht. Nö, natürlich nicht. Biggie die Biggs. Oh, shit. Biggie die Biggie. Boah, das ist langsam. Fuck it up. Boah, mich
Scheiße, alle Hacke dicht, ich schwöre. Ja, geht schon wieder, geht schon wieder. Mir geht's dir gut? Also, mir geht's super. Noch verballert, ja? Ja, richtig verballert, aber es ist richtig geil. Ich will mehr diese haben, woher hast du? Ich? Vom Kokainfall. Kein Problem mehr. Was ich bring dir Koks, kein Problem. Ja, bitte. Nein. Kriege mal hin. Ja. Was war das? Er ist besoffen. Soll ich wieder reingehen? Ich glaub, da haben wir alle den Knall drin. Außer Phil. Phil ist Unikat. Ich bin Unikat, der euch aus dem Leben pittet, ne? Weil boah, ey, Phil hat so rausgedroschen, hey, ja, aber ihr habt selbst Schuld. Ich bremse ab, ihr... Ja, klar, aber das ist dein Lache, hey, ohne Scheiß, ey, wenn so durchgelacht sind, wir sind im Steuer hängen geblieben. Geil. Boah, ich guck noch nach hinten, sehe euch erstmal so Kurve fliegt, denk mir so, okay, wiedersehen. Aber du merkst noch den Unterschied zwischen Kast und Normalbau. Das ist hell, Das ist richtig. Aber beide Mimi, wollen wir wieder reingehen, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ja, dann komm doch mal mit. Ja, okay. Willst du zu rennen? Die tut dir gut, glaub mir. Kommst du auch gleich wieder, Süßer? Ich komm gleich, Hübscher. Natürlich, okay. Mal die Tanzprobe. Dann machen wir weiter. Ja. Lauf gerade, Mensch. Halt dich. Alles okay? Was ist los? Ja, du torkelst ja schon. Nein, du torkelst. Ja, mir geht's gut. Der letzte Cocktail war schlecht. Ja, der letzte. Hast du zuletzt geballert? Ich weiß nicht mehr. Aber der war schlecht, definitiv. Glaub ich. Hast du einen da? Jetzt läuft's, Alter. Ich hab nichts mehr, aber du hast auch ein bisschen viel getrunken, oder? Oder nie die Flugzeuge. Du holst jetzt noch was? Das hab ich mir eigentlich auch gerade gedacht. Ja, warum mit den Flugzeugen? Lieber, wohin gehst du? Hey, siehst du? Da, Digga. Da oben. Was hoch wollte ich, wieso? Ja, German Airline, Alter. Alles gut. Ja, los geht. Was sagst du? Hi. German Airline, Digga. Was gibt's denn noch? Ja, ich weiß nicht. Wodka, Martini, Tequila. Das ist ja scheiße. Ich wollte ein Bier. Das ist alles voll teuer. So viel hab ich gar nicht dabei. Bist du da? Mann. Wie viel hast du? 692. Ich schwör's dir, ich hab Zwiebeln. Komm, kauf dir was. Oh, das habe ich damit aber nicht gemeint. Danke. Auf. Aber dann müssen wir auch zusammen trinken. Gerne. Hast du eigentlich gesagt, wie du heißt? Mando bin ich. Und du bist? Shiva, hi. Ja, hi. Und hopp weg damit. Lecker. Lecker. Mando. Wie war der Name? Eva. Ich hab deinen auch nicht richtig verstanden. Mando? Ja, Mando ist richtig. Okay, ja, Shiva. Ach, Shiva. Ja, Shiva. Die indische Göttin, wa? Ja, eigentlich heißt ich Ero Shiva, aber das kann immer keiner aussprechen, deswegen. Ero Shiva. Ja, du hast es geschafft. Ja, normal. Gut gemacht. Ich danke dir. Und wie war das Event vorhin? Ich bin leider zu spät gekommen, konnte nicht mehr mitmachen. Ich hab gehört, es war ganz lustig, aber ich glaube, ich hab schlecht geträumt. Okay. Ah, okay. Naja, also es war nicht ganz lustig, egal. Es war nicht lustig? Nee, ich hab da irgendwie so einen Berg gesehen, Mensch ist da runtergefallen. Beste Lied ever. Ernsthaft? Passt dir die Mucke hier? Naja, eher nicht. Was hörst du sonst so? Ja, eher J-Pop und Rock. Ja, normal. Rock? Ja, Rock, Metal. Echt jetzt? Ja. Trinity. Ja, brüllt denn da so? Ich weiß es nicht. Und du, was hörst du? Alles eigentlich. Ach, das sind mir immer die Liebsten, die sagen, sie hören alles. Das sind die einfach, weißt du, aber ich höre auch alles. Okay. Also auch Schlager und so. Wenn's passt. Wenn's passt, dann passt's. Und das, was jetzt gerade läuft? Da sind wir ganz stark in der Mitte. Okay, ja, das ist so, wenn ich das länger höre, werde ich richtig dumm davon irgendwie. Ja, es geht nicht lange, das ist das Problem. Nee, überhaupt nicht. Irgendwann muss ich dann raus. Das pack ich nicht.
Normal, es kommt hier noch alles wieder hoch hier. Ja, voll. Und wenn man da mehr trinkt und die Musik läuft, oh. Ja, geht gar nicht. Bock mir nicht ab, Digga. Gib mir auf den Weg. Toni wieder voll am Rumschreien hier. Oh Mann. Sag, Digga, kriegst du auch eine? Du Pizza, du auch. Hallöchen. Na, Mimi. Hi, hi. Sind ganz netter. Ja. Mando, hallo. Ja, ich hab auch dreimal gefragt. Hui, ich rede so viel, wenn ich betrunken bin irgendwie. Ah, Mando, Mando. Normalerweise rede ich nicht so viel. Ist doch nicht schlimm. Yeah. Gerne. Ne, ich bin ganz. Also bei mir das Problem ist, ich bin gesprächig, ich bin auch aufmerksam, aber ich kann schlecht Konversationen starten oder. Ich hast du aber gut gemacht gerade. Ja? Ja, irgendwie, wir reden doch jetzt, oder nicht? Na normal, also bis jetzt läuft's. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber jetzt reden wir. Ja, siehst du immer. Ich glaube, du bist nämlich reingerannt oder so. Ja, wir sind so ein bisschen aneinander getoppelt, gell? Haben wir gut gemacht. Ja, freut mich schon. Also, sonst hätte ich dich nicht kennengelernt. Das werte ich jetzt mal als Kompliment. Na klar, so war es auch gemeint. Sonst hätte ich mich bestimmt gar nicht getraut, dich anzusprechen. Oh, wirklich? Das ist ja nett. Na, Leute, was machen wir? Nehmt euch ein Zimmer. Hm? Bitte? Nehmt euch ein Zimmer. Ach, warum nee. Das war doch einfach nett. Smalltalk. Ja, Smalltalk am Arsch. Wee. Bitte? Ich gehe tanzen. Party. Viel Spaß. Okay. Ich stehe ja nicht so oft tanzen. Schön. Willst du auch tanzen? Nee. Oho. Willst du tanzen? Nee. Ich weiß nicht. Ja. Da muss schon die Musik passen und so. Dann sage ich hopp. Ja, also so in ganz seltenen Fällen würde ich mal tanzen. Da muss aber auch echt alles passen. Ja, siehst du. Dann musst du DJ werden. Oder wir gehen hoch zum DJ und sagen, mach mal das und das an. Stimmt eigentlich, ne? Ja, ach was. Ich weiß nicht, ob der DJ das hat. Ist es öffentlich? Kann auch Zis vorbeikommen? Ja, wo oder will denn da? Hier meinst du? Ja. Nee, eigentlich ist es nicht öffentlich, aber ich durfte meine Freundin halt mitbringen. Ah, okay. Also wie die Mimi, die gehört nicht dazu. Keine Ahnung, der Randy hat jemanden, wahrscheinlich den Bix, oder? Okay. Ich frag halt mal. Okay. Ich lasse dich nicht alleine, ich komm gleich wieder. Okay. Oder willst du mitkommen und zeigen, wen ich fragen kann? Ich bin mir nicht sicher, wen du fragen kannst, ehrlich gesagt. Ich nehme mich auch nicht. Also vielleicht den Bix, aber der wäre dann bei der Mimi unten. Ja, dann komm mal mit mir mit. Okay. Auf dem Tochter fragt der Kerl schon wieder. Und die Musik. No. Ah, hier. Ihn kannst du fragen. Ich muss kurz telefonieren. Bix, Bruder, darf ich hallo. Ja. Auf die Party. Hallo. Und warte kurz, ich muss irgendwo hin, wo es leiser ist. Hier ist die Musik voll laut. Ah, ich höre, warte, sag mal was. Ja, hallo, hi. Ja, jetzt höre ich dich. Hi. Ja, ich bin so im Club und hier ist voll laut Musik. Ach, alles gut. Okay, jetzt höre ich dich. Hinrichtung erfolgreich überstanden? Nein. Nicht? Das, haben wir noch gnädigt, sozusagen. Ah, okay. Hast du vielleicht Lust, zu der Villa von meinen Eltern zu kommen? Was, zu der Villa von deinen Eltern? Ja, hast du Lust, da vielleicht vorbeizukommen? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ja. Wie alt bist du denn? Jetzt ist die Frage so, wie genau meinst du das? Ich will wissen, wie alt du bist. Ich bin 8 Jahre auf dieser Insel. Nein, wie alt bist du? Was steht in deinem Personalausweis? Das meinst du, 21. Ja. 21, ah, okay. Ja, und nicht in, ne, in den in der andere Insel, die richtige Insel meine ich nicht jetzt, sondern ich meine diese Insel. Wohne ich noch bei meinen Eltern. Okay. Hättest du vielleicht Lust, vorbeizukommen? Ja, weiß nicht, ich bin gerade noch auf einer Party hier von Midnight. Es geht noch eine Weile. Und ich habe auch schon was getrunken, ich weiß nicht, ob ich noch fahren kann. Oder ich kann immer fahren, ich weiß nicht, ob ich noch fahren sollte. Eventuell muss ich vielleicht ein bisschen warten. Ein bisschen ja, dreht's mich, aber ist okay. Wenn, ruf mich dann an, wenn du Lust hast, vorbeizukommen, okay? Was machst du denn da? Also was? Freundlich, einfach chillen gerade hier mit meiner Familie und mit den einen Typen. Mit welchem Typen?
Ja, den wir begnadigt haben. Ah, ist das ein Freund von dir, oder wie? War mal. Okay, und jetzt ist er wieder dein Freund. Weil er bei dir ist. Ja, jetzt, ja. Okay, verstehe. Wenn du möchtest, kannst du einfach mal Bescheid sagen und kommst einfach mal vorbei, ja? Ja, ich überleg's mir, ob's halt noch klappt und so, okay? Ja, okay. Okay, ciao. Ja, ciao. Gehen die denn alle hin? Ich bin nicht besoffen. Nein, gar nicht. Bisschen. Hey, hey. Hey. Nur zu zweit oder wie? Ja, zu seinen Eltern. Der wohnt irgendwie noch daheim. Okay, was einer habt ihr denn? Aber er meinte dann irgendwie in die Villa seiner Eltern. Ja, und was war mit dem Typen da oben? Der hat mich irgendwie angebaggert oder so. Ich weiß auch nicht. Was ist denn heute los? Alle baggern die Jan irgendwie. Keine Ahnung. Hey, was wollte ich sagen? Setz dich erstmal, bitte. Na gut, ist es so schlimm, dass ich mich schon hinsetzen muss? Oh nein, warte, gar nicht schlimm. Also, warte. Willst du mich küssen oder was? Nein, nee, ich will dir nur in Vertrauen sagen. Und dann hat er gesagt, du weißt doch meinen Nachnamen gar nicht. Deshalb sind wir doch kein. Also, sind wir Freunde oder was? Was ist denn mein Nachname? Und dann habe ich gesagt, hä? Hat er gesagt? Ja. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich weiß ja deinen Nachnamen nicht, du hast mir nie gesagt. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt schon. Nein, wir sind schon Freunde. Aber ich möchte dir nicht sagen, vielleicht später irgendwann mal. Also, er heißt Gray. Er heißt Gray. Ah. Randy Gray. Auf jeden Fall. Oh, ich bin so geschwätzig heute, das ist ja furchtbar. Ey, Männer, du bist ja fast schon wie ich. Ja, irgendwie ist gerade voll lustig, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat er dann gesagt so, ja, ich meinte, weil du bist immer so still und so. Er meinte, ja, ich bin 17 Jahre in dieser Familie und ich hatte nie eine Freundin. Und er meinte, ich bin bekannt als dieser Mann, der sich nicht für Frauen interessiert. Ah. Ja. Ja, yeah, ich will ja eigentlich auch keinen Kerl. Ich bin. Ja, wir wissen das alle, aber es geht um nicht um dich. Und dann. Ich spuck gleich mein Bier aus, Baby. Bitte nicht auf mich, Mann. Du bringst mich so zum Lachen gerade. Auf jeden Fall. Ja, er mag nicht so Frauen. Also nicht so. Also er mag schon, aber er kann. Er meinte, er kann schwer vertrauen und so. Ah, okay. Nein, er ist vorsichtig, genau das hat er gesagt. Ja, so kommt er mir auch vor. Aber das bin ich auch. Ja, eben. Aber er meinte, er mag jemanden, er will nicht Namen sagen. Okay. Hab ich's kommt. Ja. Ich glaube, der mag dich. Ich glaube auch. Der ist aber auch lustig, weil der kommt halt wirklich immer vorbei, ne? Ja, der ist super. Zu unseren Frauengesprächen. Vielleicht hat er noch irgendwas, ich will noch irgendwas. Bix, wir reden gerade über dich. Hey, Bix. Ja, dann geh ich weg. Nein, komm her, Bix. Nee, dann bin ich neugierig. Was komm dazu. Ja, nee, wir haben eigentlich gerade... Eigentlich nix, wir haben nur ein bisschen gequatscht gerade kurz. Was quatscht die Frau so untereinander? Ja, so Frauengespräche. Weißt du, das mache ich, wenn ich betrunken bin, mache ich sowas auch plötzlich. Ja. Mhm. Hast du noch irgendwas zu trinken dabei? Nee. Er hat mir vorhin ganz viel gegeben. Oh, hast du noch was? Ja, warte. Irgendwie macht heute Spaß, irgendwie. Total geiler Abend, wirklich. Danke, Bix. Ja, voll. Wer hat das organisiert eigentlich? Mit meinem Kopf. Mega geil. Wirklich. Siehst du, Mimi, die ganzen coolen Sachen erlebst jetzt, weil ich unbedingt hier rein wollte. Au! Entschuldigung. Au! Ja, tritt mich halt, wenn ich schon am Boden bin. Tut mir leid, ich hab aus Versehen gemacht. Oh. Braucht bald wieder einen Verbandskasten wegen dir. Kannst du? Okay. Ich will ja gar nicht. Ich will ja gar nicht. Lecken doch einen voran, dann gehört er dir. Wen? Wen denn? Nicht der Nächstbeste da draußen, glaub mir. Randy ist ein guter Kerl, glaub mir. Ah, er weiß gar nicht. Was? Wieso redest du jetzt von Randy? Blöd. Mimi, was quatschst du eigentlich wieder? Hat nichts gesagt. Ich schwör's dir, die hat nichts gesagt. Ich hab auch nichts gesagt. Ja, aber er hat ja Augen in den Kopf, oder? Was geht? Sag mal, Bix, ganz ehrlich, setz dich jetzt mal kurz, bitte. Komm, ich dreh mich. Wie lange bist du heute noch da? Bis zur Wende, auf jeden Fall. Ja gut, dann lass uns mal warten, bis der Merchpreis gut ist, dann melde ich mich. Oh ja, unbedingt, bitte. Ich hab... Ja.
Okay, nein, frag noch. Okay. Setz dich mal kurz. Leck ihn einfach an, dann gehört er dir. Das ist doch, alles gut so. Ist doch schön, wenn ihr euch versteht. Ich habe mir auch gerade gefragt, und wie geht's euch? Wie verstehst du dich mit ihr? Oh ja, voll gut, hey, mega, mega, nicht so gut. Das hat er gesagt. Ja. So viel. Randy redet nicht. Ja, Randy ist auch schlosser und zurückhaltend, schüchtern, ja, aber er ist ein lieber Kerl. Ja, ist er auch. Habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, er redet nicht. Das ist also ich will für ihn auf jeden Fall mehr Handeln zwei. Ja, ich habe eine gute Menschenkenntnis, deswegen mag ich ihn ja. Aber das heißt ja auch nicht mehr. Kann man nur mögen. Mann. Oh. Mal da komplett vom Mund. Ah, brutal sieht Leute. Das aus. Ja, keine Sorge. Ja, Mev auf jeden Fall musst du mir später noch geben, okay? Wie viel kostet Mev eigentlich? Bin er was brauchst? Mev, wie viel kostet? Oder Kokain? Nicht Marv. Mev. Marv. Okay, wie viel kostet Marv? Ich bin richtig süßig jetzt, ich will wieder meinen. Warte, willst du Meth kaufen? Nee, die meint's Koks, meint sie. Ich bin so scheißegal, Mann, Hauptsache Droge. Hauptsache verballert. Hauptsache es ballert. Oh, Scheiße, gibst du mir noch eine, ehrlich? Ja, aber dann ist Grund, weil zu viele stand Grund. Mimi, ja, wolltest du mir nicht gerade ein Bier oder so geben? Stattdessen hast du mich geschlagen. Hey, bitte. Ach so. Was denn? Stell dich mal hin. Gib immer gestrecktes Kokain. Ich hab kein gestrecktes, bei mir gibt's sowas. Schade. Nee, Mann, das bringt die Leute um. Verstehst du, was ich meine? Ah, und da geht's dann immer schlechter, Randy. Immer schlechter. Wir sind jetzt Freunde übrigens. Grey heißt du mit Nachname. Ha! Wer hat dir das verraten? Hast du, hab ich hier rausgefunden. Ja, aber du. Ja. Du. Was? Dir macht ja Spaß zu tanzen und so. Ja. Ich liebe das. Ich weiß, dass du das liebst. Du brauchst das auch. Wenn du das Tanzen nicht hättest, dann wärst du nicht die Frau, wo du jetzt wärst, klar, aber. Eben. Ja. Aber, was ist los? Nix. Hey, sag doch, Mann, was willst du? Ich will gar nichts. Sag doch, Mann! Nein, schon gut. Was ist denn los? Jetzt sag mir raus damit. Nee, das. Ah, oh, Big Dick, sag, du kannst nicht anfangen. Du kannst nicht einfach anfangen und dann aufhören mittendrin. Ich hab ja einen. Ich halt echt zu Big, ne? Was? Jetzt sag endlich, bitte. Oh Gott, ich rede so viel, wenn ich betrunken bin. Das ist echt furchtbar. Ich kann nicht mal, Shiva, mein Gott. Ich hasse das.